Landung der Kryosphäre. Willkommen in der Kryosphäre, die den meisten Menschen verborgen ist. Dort ist an der Erdoberfläche Wasser zeitlich oder ständig gefroren. Eis, Schnee, Gletscher, Bodenfrost etc. Ein schöner, unglaublich großer Teil des Planeten, sehr wichtig für das globale Klima. Fernerkundung ermöglicht es, hinter diese natürlichen Barrieren zu sehen. Wissenschaftler untersuchen die Kryosphäre sehr sorgfältig, um zu verstehen, in welchem Maß der Klimawandel gefrorenes Wasser zum Schmelzen bringt. Dies ist ein sehr großes Problem für die Menschheit. Viele Menschen und das gesamte Ökosystem sind in Gefahr. Wegen der extremen Umweltbedingungen ist Fernerkundung ein einzigartiges Mittel zur Erkundung kalter Regionen. Studieren der Kryosphäre mit Fernerkundung bringt uns hilfreiche Informationen. Bewegung und Dichte von Gletschern. Gletscher gehören zu den sensibelsten Indikatoren des Klimawandels. Sie haben eine wichtige Stabilisierungsfunktion im weltweiten Ökosystem. Dies heißt, dass kleine Veränderungen große Wirkung haben können. Ein Beispiel: absinkendes Treibeis beeinflusst das Festeis. Je dichter, desto stärker steigt der Meeresspiegel an. Radarsensoren helfen uns bei der präzisen Analyse, da unterschiedliche Eisoberflächen der Gletscher auf charakteristische Weise das gestreute Signal beeinflussen. Konzentration von Eis im Meer. Mehr Eis emittiert typisch mehr Energie als der umgebende Ozean, sodass beide mit entsprechenden Sensoren leicht zu unterscheiden sind. Schneedecke und Schneewasser-Äquivalent. Während die Schneedecke wegen des Einflusses auf die Lichtreflexion ein wichtiger Parameter im globalen Klimasystem ist, ist das Schneewasser-Äquivalent eine quantitative Variable für die meisten hydrologischen Modelle. Mit modernen Systemen messen wir beide. Stärke der Eisschicht auf dem Meer. Radar und LIDAR senden gepulste Funkwellen bzw. Lichtsignale zur Erde und messen die Laufzeit der Reflexion. Daraus lässt sich die Entfernung der reflektierenden Oberfläche errechnen, des Meeresspiegels und die Höhe des Meereises. Diesen Wert benutzen Wissenschaftler, um die Gesamtstärke des Meereises zu berechnen. Wenn wir wissen, wo das Eis dünner ist, können wir Schiffe durch vom Eis bedeckte Regionen leiten. Wie gesagt, die Kryosphäre ist wichtig zum Verständnis des Klimawandels. Die Erklärung ist einfach. Sonnenstrahlen, die auf Schnee oder Eis treffen, werden zu 90% ins All reflektiert. Da immer mehr Schnee und Eis schmelzen, sind Meer und Land darunter dem Sonnenlicht ausgesetzt. Die so absorbierte Energie wird als Wärme an die Atmosphäre abgegeben. Dieser Effekt wird weiter beschleunigt, wenn das im gefrorenen Boden gebundene Methan beim Schmelzen in die Atmosphäre freigesetzt wird. Methan ist ein starkes Treibhausgas, das die Wärme nahe an der Erdoberfläche hält. Nach jüngeren Studien könnte sich, wenn sich der Trend fortsetzt, in den nächsten Jahrzehnten das Meereis im Arktischen Ozean im Sommer komplett abschmelzen.